Jo Leute, was geht ab? Immer noch im Wald unterwegs, irgendwie sechstes oder siebtes Video. Ich muss sagen, langsam ist es etwas anstrengend tatsächlich, weil ich immer relativ viel rede. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier bin. Irgendwie über eine Stunde auf jeden Fall oder ungefähr eine Stunde irgendwie schon. Aber es geht auf jeden Fall mega fit. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter hier in der Nähe von dem Ausgang, sage ich mal, bleiben, wo ich geparkt habe. Weil ich halt keine Lust habe, dann irgendwie 10.000 Kilometer irgendwie zurückzulaufen, dann ohne Kamera. Das ist immer noch mal ein bisschen nervig. Aber gucken wir einfach mal. Ja, im heutigen Video geht es so ein bisschen um die Social Media Seiten. Es gibt ja Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und ich wollte einfach mal so meine Meinung dazu sagen und was auch meine Lieblingsseite ist. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gemacht, aber das war halt damals irgendwann quasi. Ne? Also Zeiten ändern sich ja und deswegen muss ich heute einfach mal ein neues Video machen, wo ich das Ganze eben, ja, nochmal quasi auf den neuesten Stand bringe. Das ist so mit diesem, wen habe ich gerade abonniert Video. Ja, also als erstes, meine Lieblingsseite ist natürlich Twitter, keine Frage. Ich finde, Twitter ist auch einfach so die beste Social-Media-Plattform überhaupt. Das Gute ist, es sehen halt alle deine Follower sehen halt direkt deine Updates. Das ist bei Facebook zum Beispiel nicht der Fall, habe ich das Gefühl. Und das ist halt auch auf jeden Fall schon mal das Coolste im Endeffekt, so, ne? Weil du siehst genau das, was deine Leute gepostet haben, was die retweetet haben, wenn du den folgst. Und das ist ja auch das, was eine Social-Media-Seite im Endeffekt machen soll. Und bei Facebook ist das halt nicht der Fall. Wenn du zum Beispiel eine Seite da abonnierst, dann kriegen das nur so 10 oder 20% der Liker, kriegen das überhaupt zu Gesicht im Grunde, ne? Und den Rest musst du dir per Werbung dazu kaufen. Und das ist natürlich einfach dumm. Das ist einfach komplett dumm und dämlich. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil ich like ja nicht eine Seite, weil ich keine Bilder von denen sehen will, sondern ich like die Seite, um Bilder von denen zu sehen. Und bei Twitter ist das halt nicht so. Und bei Twitter ist das an sich auch einfach cool so, man schreibt da auch viel untereinander, man kann da auch so diskutieren, sage ich mal. Das Ganze ist bei Facebook halt irgendwie nicht der Fall, ne? Man kriegt auf Twitter, finde ich, auch viel mehr mit, auch wenn man den Leuten nicht folgt, wenn da mal wer anders kommentiert oder wer anders mal was teilt oder so, kriegst du das halt mit. Und bei Facebook siehst du das sowas wirklich nie, finde ich. Und das ist halt an sich auf jeden Fall schon der Grund, warum Twitter für mich eigentlich wirklich so die absolute Lieblingsplattform ist einfach, ne? Auch so mit diesen Tweets, die sind halt auch nicht zu lange, irgendwie 240 Zeichen, finde ich absolut in Ordnung. Und das Ganze ist auf jeden Fall relativ cool so, ne? Und deswegen, Twitter ist so leicht, locker, flockig so, ja, finde ich an sich halt einfach cool. Man kann sich da gut mit Leuten connecten und so weiter. Jeder nutzt das. Facebook nutzen ja relativ wenig Leute und wenn, dann musst du irgendwelche Facebook-Seiten oder sowas anschreiben. Das ist auch immer relativ nervig. Und deswegen ist Twitter auf jeden Fall für mich die unangefochtene Nummer 1. Dann gibt es auf jeden Fall noch Twitter und Instagram. Dann gibt es auch Facebook und Instagram. Also und Snapchat natürlich noch. Snapchat können wir auch mal kurz was zu sagen. Also ich finde Snapchat komplett dämlich so. Also keine Ahnung, warum das irgendwelche Leute, der Wind ist ganz schön heftig. Also kein Plan, warum das irgendwelche Leute überhaupt aktiv nutzen, um ehrlich zu sein. Also meine Freundin nutzt es halt auch und ich frage mich halt echt so, warum? Also keine Ahnung, sind das irgendwelche aufmerksamkeitssuchenden Leute oder so, da kommen Leute, dann drehen wir mal um. Sind das halt irgendwelche aufmerksamkeitssuchenden Leute oder so, die da halt irgendwie ihren kompletten Tagesablauf und sowas posten müssen, sage ich mal, was halt total unnötig ist im Grunde, ne? Weil ich sehe da halt ehrlich gesagt keinen Sinn drin. Also selbst ich als YouTuber, wo man ja noch sagen könnte, okay, es gibt so ein öffentliches Interesse an mir. Ich nutze das halt, um die Leute so ein bisschen auf den Laufenden zu halten, was ich so mache. Hab's noch nie geschafft, die App länger als 2 Tage zu nutzen. Einfach nur, weil es einfach langweilig ist so, ne? Weil, keine Ahnung, ich sehe da keinen Sinn drin, ne? Irgendwie alle 2, 3, 4 Stunden irgendwie ein Foto von mir zu machen und dann halt zu veröffentlichen, was ich gerade mache so. Also ich finde, wenn man das zu viel nutzt, ist das auch wirklich schon krampfhaft so. Also krankhaft, nicht krampfhaft, krankhaft so. Ja, wenn du wirklich jede 2 Stunden irgendwie posten musstest, was du machst, damit irgendwelche Leute vielleicht drauf reagieren oder halt nicht. Was auch noch da ziemlich krank ist, finde ich im Grunde. Es gibt ja so Flammen, sag ich mal. Wenn du jeden Tag mindestens ein Snap mit einem anderen teilst und er dir ja auch wieder zurück irgendwas schreibt, dann kriegt ihr so eine Flamme. Und es gibt halt Leute, die haben mit einem anderen überhaupt keinen Kontakt, aber schreiben sich jeden Tag eine sinnlose Sache, damit diese Flammen weiter nach oben gehen. Wo ich mir auch nur so die Frage stelle, was bringt euch das denn? Das ist halt, ich verstehe das halt wirklich nicht. Das ist einfach dumm. Also finde ich persönlich halt, das ist echt einfach nur unnötig. Ich check das wirklich nicht, was man damit erreichen möchte. Deswegen, also Snapchat ist für mich halt auch, also ich habe Snapchat, Tim der Sexy, irgendwie sowas. Er könnte mich gerne adden, aber ich mache da halt nichts. Also ich mache vielleicht mal so ein Experiment, wo ich halt echt versuche, das mal so eine Woche aktiv zu nutzen oder so. Werde ich nicht, aber könnte ich mal machen. Keine Ahnung, ich sehe da halt aber keinen Sinn drin. Der einzige Vorteil als YouTuber ist ja wirklich, du kriegst ja wenigstens noch Placements oder sowas daran, wenn du dann einmal was Snapchattest oder so. Da kriegt man auch relativ viel zurück, sage ich mal. Also selbst ich, wenn ich so ein Foto poste, obwohl ich da ja nie großartig Werbung für gemacht habe, sehen das dann trotzdem 1000, 2000 Leute. Das ist schon heftig für mich eigentlich. Obwohl ich da, wie gesagt, das nur mal auf Twitter so geteilt habe. Das ist schon krass. Aber das ist halt echt keine App, die ich jetzt so wirklich aktiv nutzen würde. Ja, dann haben wir halt noch Instagram. Also Instagram finde ich an sich ganz cool. Da kann man halt hin und wieder mal Bilder von sich posten, muss es aber nicht übertreiben oder generell, was man gerade macht. So ist an sich ganz cool. Ich habe auch Instagram, nicht KuchenTV. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich muss sagen, dass ich da hin und wieder halt mal so ein Bild hochlade. Das ist jetzt aber auch für mich nichts ist, wo ich jetzt täglich irgendwie 10 Bilder oder so mache, sondern ich habe mir so gesagt, jeden Tag mal so ein Bild, um die Seite so ein bisschen aktiv zu halten und dann guckt man einfach mal so, ne? Das ist für mich halt einfach Instagram in dem Sinne. Na, ich verstehe da auch nicht, wie Leute dann wirklich so 50 Bilder von sich selber da mal hochladen oder so. Auch da diese ganzen Leute, die halt wirklich kein öffentliches Interesse haben. Es kommt mir halt echt so vor, als ob viele Leute da halt einfach echt nur so ein bisschen ihre Aufmerksamkeit halt quasi suchen, weil sie sie vielleicht auch anders nicht bekommen. Na, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich halt auch überhaupt nicht verstehe, wie man auf Instagram dann jeden Tag 50 Bilder oder sowas hochladen kann. Das letzte wäre dann halt noch Facebook. Muss ich halt sagen, ist, finde
finde ich, die schlechteste Social-Media-Plattform. Also früher, wo es angefangen hat quasi mit Facebook, dass das Ganze größer wird, also 2010, 2011, wo ich dann noch angefangen habe, da zu sein, fand ich die Seite erst noch richtig cool, weil das halt an sich natürlich toll war. Du konntest dich mit vielen Leuten connecten, auch aus der Schule und so weiter, die du halt gekannt hast. Du hast Leute vorgeschlagen bekommen, die du vielleicht kennst. Das alles war richtig cool. Und wir hatten ja auch eine Facebook-Seite und damals war es noch so, dass wenn jemand eine Seite geliked hat, hat er auch die Beiträge gesehen. Und genauso soll das ja auch sein. Man liked ja keine Seite, um die Beiträge halt nicht zu sehen. Und das Ganze hat sich halt mit der Zeit verändert. Also wenn ich heute zum Beispiel irgendwas auf meiner Seite Kuchengeschmack poste, wo ihr mir übrigens auf Facebook und Lavoo und Google Playfates und sowas hinsenden könnt, dann war das halt jedes Mal so, dass meine Bilder oder auch meine Videos haben teilweise nur so 1000, 2000 erreichte Personen, obwohl meine Seite an sich 70.000 Likes hat. Und das ist natürlich ziemlich wenig und auch lächerlich. Und es ist nicht so, dass meine Seite irgendwie jetzt 70.000 inaktive Liker oder sowas hat, sondern einfach, dass Facebook denen das quasi zurückhält. Also es wird einfach nicht angezeigt. Auch ich habe teilweise mal durchgeguckt, welche Seiten ich so geliked habe und ob die einfach nichts mehr posten. Und 3/4 der Seiten, die ich geliked habe, posten halt richtig aktiv Sachen, aber du siehst es einfach nicht. Es wird dir von Facebook einfach nicht angezeigt. Und das Ganze soll halt den Sinn haben, dass diese Seiten dann halt Geld dafür ausgeben, um halt ihre Person zu erreichen. Und es ist halt eine Sache, die ich halt überhaupt nicht verstehe. Und natürlich große Firmen wie Audi oder BMW oder Bosch oder sowas, die können sich das natürlich leisten. Die können dann halt mal sagen, jo, hier, wir werfen 100.000 nach Facebook, zeig das mal allen. So, ne, das ist ja klar. Aber gerade halt für kleinere Seiten, die halt nur Memes oder sowas posten oder auch für Leute wie mich, die halt nur so ein paar YouTube-Videos oder sowas da teilen, ist das natürlich überhaupt nicht worth, da so viel Geld reinzuhauen. Und ich persönlich finde das dann natürlich auch generell so ein bisschen schade, muss ich halt sagen, dass Facebook damit Facebook im Grunde so kaputt macht, ne, weil ich will da halt so ein bisschen lachen. Dann like ich irgendwelche Meme-Seiten, krieg dann aber vielleicht ein Meme alle 5 Monate mal überhaupt vorgeschlagen, wenn ich Glück habe. Und das ist halt eine Sache, die mich halt wirklich extrem abfuckt. Also wirklich, wirklich mega extrem so, ne. Und deswegen sehe ich da ehrlich gesagt halt auch nicht so viel Sinn drin, ne? Dass ich, Facebook halt richtig aktiv nutze. Also ich habe ja selber auch so meinen normalen Account, Tim Hate, da könnt ihr mich halt auch adden. Das ist so mein öffentlicher Facebook-Account einfach. Weil ich bin ja schon immer offen damit umgegangen, weil es war sowieso klar, dass irgendwann jeder weiß, wie ich heiße. Also das irgendwie großartig privat zu halten, das funktioniert halt im Grunde einfach nicht. Da ist natürlich einfach so das Ding, dass ich auch, wenn ich da irgendwas poste, obwohl ich 5.000 Freunde habe und irgendwie 7.000 oder 9.000 Leute, die mich abonniert haben, also im Grunde ja eine Reichweite von 15.000 Leuten, kriegen meine Beiträge teilweise nicht mal 100 Likes oder nicht mal 50 Likes, teilweise nicht mal 10. So, ne? Und das ist halt genauso lächerlich, finde ich, weil da ist es halt genau das Gleiche wie, wie mit den Seiten halt, ne? Nur, dass man sich da halt keine Werbung kaufen kann. Und da stelle ich mich auch die Frage, warum Facebook nicht einfach alles anzeigt? So wie bei Twitter einfach. So wie bei Twitter ist es wirklich am besten. Einfach das, was zuerst gepostet wurde, also was am frühesten gepostet worden ist, ist quasi ganz oben. Und dann je nachdem, was deine Freunde halt alles gemacht haben, immer weiter zeitlich nach unten steht dann da halt. Wenn da so einer 10 Sachen teilt, dann siehst du auch alle 10 direkt untereinander. Und das wäre halt einfach intelligent und das wäre ja auch klug, weil ich meine, das ist halt dann nicht mal was mit einer Facebook-Seite zu tun, sondern wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann will ich auch wissen, was der macht, dann will ich sehen, was der postet und so weiter. Und Facebook denkt sich halt anscheinend so, nee, der will das nicht wissen, der will, keine Ahnung, gar nichts sehen davon. Die sind befreundet und das reicht. Und das ist halt eine Sache, die mich zum Beispiel selber halt mega abfuckt an Facebook. Und deswegen nutze ich Facebook auch so gut wie gar nichts mehr. Also ich scrolle halt manchmal so durch, um ein bisschen zu lachen, weil teilweise werden da auch mal lustige Memes oder sowas gepostet und geteilt, keine Frage. Aber 3/4 der Sachen, die da gepostet werden, die siehst du halt einfach gar nicht. Und das ist halt eine Sache, die mich selber halt total abfuckt so. Und warum nicht? Stelle ich mir wirklich die Frage, warum Facebook das nicht einfach so einstellt. Und das macht zum Beispiel Twitter für mich einfach wirklich zur besten Plattform. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, einfach Manuel oder so tweetet irgendwas, dann sehe ich das. Ich sehe das safe 100%, wenn ich mir alles auf meiner Timeline durchgucke so. Und das ist halt einfach perfekt und genauso soll das ja sein. Ich meine, ich bin ja nicht mit Manuel oder ich folge Manuel ja nicht auf Twitter, damit ich es nicht sehe oder irgendwie dafür zahlen muss oder so, sondern ich will das ja sehen. Ja, genau deswegen mache ich das ja. Und im Grunde kann ich das halt dann überhaupt nicht verstehen, wenn man da dann halt wirklich, sage ich mal, dann Sachen liked und so weiter, dass man dann halt nicht sieht, was mit dem passiert. Und ich will auch nicht, dass irgendwer Geld dafür zahlt, damit ich das sehe, was ich halt sehen möchte. Und deswegen nutze ich Facebook halt auch wirklich so gut wie gar nichts mehr. Also für mich ist die Seite echt nur dafür da, dass ich noch Facebook-Fails und so weiter zugesendet bekomme. Ich habe ja dann noch meine Seite, da teile ich halt meine Videos. Auch auf dem Hate teile ich meine Videos. Und viel mehr mache ich auf dieser Seite einfach nicht, weil es sich für mich einfach nicht rentiert. Es rentiert sich einfach nicht. Ich habe sogar mal versucht, meine Facebook-Seite einen Monat mal wieder aktiv zu führen. Ich habe so richtig viele Memes und so weiter gepostet. Und teilweise kriegen die auf anderen Facebook-Seiten 100.000 Likes und bei mir sehen das nur 10 Leute. So, ne, weil Facebook das halt einfach niemandem vorschlägt. Und das ist halt einfach richtig nervig und das nimmt einen auch halt einfach Lust an, einfach die Lust an dieser Plattform so. Deswegen bin ich halt einer, der wirklich sagt, dass er Facebook halt wirklich überhaupt nicht nutzt. Und deswegen ist Twitter halt einfach meine Lieblingsplattform, weil du siehst halt einfach alles. Es ist halt wirklich traurig, dass, also das, was die Seite eigentlich machen soll, macht sie und das macht sie zur Besten, weil die anderen das nicht machen. Das, also es ist wirklich traurig einfach. Es ist wirklich echt traurig, wenn man da so drüber nachdenkt. Und ja, deswegen ist Twitter halt einfach so meine Lieblingsplattform. Ne? Das Gute ist auch, wenn jemand was retweetet, also teilt quasi, dann siehst du es halt auch so. Und damit kann man natürlich auch seine Reichweite extrem erhöhen, wenn du zum Beispiel mal so Tweets hast, die mega abgehen oder so. Ne, wenn jemand bei Facebook was
teilt oder auch jemand markiert oder so. Ich habe das Gefühl, das bringt an der Reichweite so gut wie gar nichts. Ja, und wenn du bei Twitter, wenn du siehst, dass da so Beiträge 2000 Likes oder sowas haben, dann siehst du das auch wirklich, dass es auch wirklich so viele Leute auch erreicht hat. Ne? Bei Facebook ist das Ganze halt nicht der Fall. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr das Ganze so seht, was so eure Lieblingsplattform ist und welche ihr überhaupt nutzt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Freunde. Bis dahin, okay, thanks, bye.